jede Gesellschaft braucht Autoritäten und die Freiheit und die Toleranz braucht eben auch Begrenzung, wie Popper schon ausgeführt hat. Gibt es keine unbegrenzte Toleranz, das führt zu Intoleranz. Das ist deshalb wichtig, dass wir Autoritäten haben und dass die Autoritäten aus der Überzeugung ihrer Person heraus und aus der, ja auch aus der demokratischen Übertragung ihrer Macht heraus operieren können. Ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass wir im Moment in einer Zeit leben, wo unglaublich viel los ist. Wir haben die Digitalisierung, wir haben die Globalisierung und Menschen ja in gewisser Weise nach Orientierung suchen. Und ich finde, dass wir doch da jetzt eigentlich an einem Punkt sind, wo wir sagen können, hey, unsere Demokratie, unsere Gesellschaft, unsere Vielfalt, unsere Pluralität ist das, was uns leiten kann und leiten wird. Und ich glaube, es ist jetzt wichtig, dass wir Demokratinnen und Demokraten das offensiv vertreten, offensiv dafür einstehen, offensiv dafür kämpfen und den Leuten, die probieren, das kaputt zu machen, klar entgegentreten und sagen, mit uns geht es so nicht. Ich denke, der Mensch ist so konstruiert, dass er letztendlich Vorbilder sucht und dass er auch Autoritäten braucht. Letztendlich dann natürlich auch, weil der Mensch dann wieder dazu neigt, sonst über seine Grenzen hinauszugehen. Und es gilt nach wie vor, die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und irgendwelche Personen müssen natürlich dann auch darüber Acht haben, dass das Ganze dann auch eingehalten wird.